Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hellblade. Heute schnappen wir uns Valraven. Valraven, wie spricht man ihn aus? Ich weiß es nicht. Aber wir schnacken nicht lange. Valraven. Raven. Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Okay. Bin gespannt. Der sieht spannend aus. Nebenbei schauen wir uns mal ein bisschen um. Ah, da ist wieder so ein... Ja, Runenstein, ne? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das sind Runen. Na, also Runen sind das, aber Runensteine? Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Okay. Er scheint jetzt keins mehr zu sein. Es ist auch richtig krass dunkel da in der Ecke geworden. Ich kann im Übrigen auch nicht schneller rennen, für die, die sich das fragen. Das ist maximaler Speed. Ansonsten wären wir so unterwegs. Aber das macht auch nichts. Man darf auch gerne mal genießen. Hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okay, da ist so ein Tor. Das hat doch sicher damit was zu tun. Umsonst steht das nicht hier. Push it. She did it! Gott. Steckt an. Ist das so ein... Aha. Wenn ich durchgehe... Ah ja, okay. Dann bleibt das so. Verstehe. Wir wollen alle hinter der Welt sehen, nicht wahr? Wenn wir das tun... Mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Das kann ja was werden mit den Illusionen. Da tue ich mir schon deutlich schwerer. Das sieht nach Fight aus. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Hm. Du gehst einfach so auf. Okay, wusste ich's doch. Ich
Hey, das. Das sah schon mal eleganter aus bei mir. Au. Steh auf. Steh auf. Na komm. Das war knapp. Das war noch gesagt, ne? Es wird, bleibt nicht so leicht. Ja. Okay, da oben. Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Okay, ist spiegelverkehrt. Das heißt, wir müssen da hoch, ne? Hier rüber. Ist das jetzt auch so ein Tor? Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Etwas hat sich verändert. Hörst du es? Can you feel it? Erstmal hoch. Da ist wieder so ein Portal. Aber wieder spiegelverkehrt. Also es muss von der anderen Seite sein. Gut, von der Seite wäre es auch ziemlich easy, ne? Das ist irgendwie da hoch. Aber da war nichts. Was sagt uns dieses Tor? Hier. Nee, geht hier lang. Okay. Hm, hat schon ihn bewegt, oder? Ah, und dann ist die Mauer weg. Na, ist schon cool gemacht. Schon ganz cool. Wir müssen da hoch. Der bewegt sich. Okay, da ist die Mauer durchgehend. Da ist sie offen.
Also zerstört. Ah, hier kann man aufmachen. Also wären wir wieder vorne. Macht es Sinn, nach vorne zu gehen? Ah, okay. Jetzt haben wir dann so einen Aufgang. Aha. So, die Stimmen sagen es auch, ne? War es das schon? Also es kommt, ne, bestimmt noch was, aber noch ein Tor meine ich. Ah ja, nee, passt. Es wäre offen. Das Joggen irritiert mich ein bisschen so. So sind wir schon agil, ne? Aber dieses leichte Joggen hier. Aber viel schneller dürfte es auch eigentlich nicht rennen. Ein Mammut? Anderen Weg, ja. Hätte ja sein können, ne? Wir hatten jetzt schon lange nichts mehr zum... so eine Rune. Aber wenn nicht, müssen wir mal auf dem Rückweg dann gucken. Ah! Okay. Au. Au, ich komme da nicht mehr raus aus der Ecke. Ich komme da nicht raus. Hilfe. Ging eben noch nicht. Oh, noch einer.
Oh Gott. Okay, da ist jetzt auf. Meine Güte. Und da ist auch wieder eine Rune. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone and his flesh into earth and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okay. Sehr krasse Mythologie. Ich würde sagen, ich kenne mich da so gar nicht aus, aber klingt spannend. Sehr, sehr spannend. Oh Gott, da sind viele. Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Oh man, die Arme. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Schauen, wie es hier weitergeht. War hier nicht gerade jetzt auch noch mal so ein rotes Tor? Ach nee, 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 nee. Ah doch, doch, doch. Oder? Okay, nee. Da vorne ist eins. Bin verwirrt. Aber da ist nichts Neues. Hier lang. Ich laufe erstmal vor. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn am Ende. Dass sie sich bewegen, das sieht so geil aus. Irgendwie auch lustig. Ja, das sind viel zu viele. Was haben wir denn hier? Ja,
Komm hierher. Aha. The wilds. She went to the wilds a long time ago. Das sieht doch nach. Aha. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Ich komm gar she nicht. Wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. Ich komme gar nicht zum Quasseln, weil die Stimmen die ganze Zeit quasseln. Aber es ist okay, ich hoffe, ihr genießt es trotzdem. Hier geht's hoch. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ah ja. The ravens. They're gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Okay, die Hälfte ist weg. Wie die Stimmen sagen. Out in the wild. In the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Wir sind auch nicht so krass waghalsig, muss ich sagen. She remembered her promise. Also dass wir da mal. So ein Hügelchen runterhüpfen oder so. Das machen wir auch nicht. Also will sie nicht. Hier ist Brücke. Das ist die falsche Seite vom Tor. Hier haben wir was zum Rübergehen. Hier ist ein anderes. Und da ist die Wand weg. Okay. Ja, wenn man es mal... Ne? Dann wirkt es jetzt relativ logisch. So, das können wir öffnen. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Aber ich kann da hinten lang laufen. Okay, hier gibt es noch was zu hören. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Lass mich raten, ich muss da hoch, hier rüber und dann... Ah ja, warte. Ich habe eine Idee. Wir können ja jetzt vorne rein. Also haben das Tor vorne geöffnet. Also machen wir die Mauer wieder zu.
joggen zurück, weil eilig haben wir es nicht. Haben jetzt hier die Mauer. So, einmal hoch. Und das ist hoffentlich das letzte. Und dann haben wir nur noch eins. Looking back, it was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And this, the smallest hints of shape, form, grown strength until they consumed her whole. Before she knew, the darkness had her in its claws. So, bevor wir da vorne. Okay. Hm. Ich dachte, wir können das. Dass da noch eine Rune oder so versteckt ist. Na gut, dann gehen wir da vorne hin. Hier ist das Tor. Hier hin. Und kamen wir darüber? Ja. So. Und es ist open, offen. Ja. It's open. Ich würde sagen, jetzt finden wir erstmal Valraven. Valraven. Ist das ein Nest? Na gut, Raben, ne? Ja. Würde tatsächlich. Hier ist zu. Da kann man. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten, nehmen wir die. Nehmen wir einfach die. Gut, hier haben wir ein Tor. Ich sehe es nicht. Ich bin ehrlich, aber es wird so sein, ne? Zurück. War da was? Nein. Die haben das echt richtig gut gemacht, ne? Mit diesen ganzen Strukturen hier und so. Sieht verdammt echt aus. Also nachvollziehbar. So, wisst ihr, was ich meine? Ah ja, okay. Dann gehen wir da auch noch mal gucken. Da drüben können wir ja nichts machen, ne? Hm.
muss ich so durch? Was bringt es mir überhaupt? Ich sehe ja wirklich keine Veränderung, ne? Und jetzt sind meine Stimmen auch ziemlich still. Jetzt, wo ich einen Tipp gebrauchen könnte. In den Baum ändert sich nichts. Ich meine, wir kommen wahrscheinlich da irgendwie weiter an der Stelle, aber... Ich muss ja die ganze Zeit mit den Toren nichts machen. Dann habe ich irgendwas anderes, denke ich, zuerst zu machen. Schauen wir mal hier. Das ist ja alles zerfallen und hochklettern tun wir hier nicht. Könnten wir? Ne? Real life und so? Aber... Ah, ja, warte. Ja, oh. Sorry, Leute. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keeping. Ja, jetzt glüht das auch. Oh Mann. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Zack, ja, jetzt rutscht auch was. Okay, sorry. Ich hab's ja noch gemerkt. Gott sei Dank. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains. And held him for a day and a night without food or water. Jetzt geht's, siehst du. And they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. When he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. And Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Okay, muss ich vorher noch was machen?
Ach, ich gehe hier. Ja, ja, jetzt. Okay. Ich gehe hier rüber, mach das auf, mach das wieder. Alles klar. Mach halt so schön der Geschichte zu. So, jetzt hier noch eine Rune versteckt. Nein. Okay, wieder hoch, dann zum Baum. Dann müsste das ja jetzt von der anderen Seite gehen. Jawolle. Jetzt nicht abbrechen. Das Tor ist offen. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. Werden wir gerade gegessen? But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Oh. Focus. 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 I see you. Get. Now, you led me to the wilds. You trapped me there! Igittigit! Find a good position! He's gone! Yes, sir! Okay. Ich dachte, ich war schneller. Au. Hey! Lass mich aufstehen. Man denn das parieren? Ja.
nearly there. Verdammt. Kommen erstmal wieder seine Compadres. Der hatte zweimal. Komm, der war noch drin. Up. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! Is das. The mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds. She would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Endlich geschafft. Da geht's jetzt wieder nach Hause, warte mal. Und von hier kamen wir, ne? Ja. Was ein Fight. Aber sehr geil. Sehr gutes Spiel bis jetzt. Macht sehr viel Spaß. Sind wir oben lang? When she was younger, she would lay in the grass and stare at the plants. And then she saw them lucid, shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. The trees, the mountains. Ich will nichts verpassen für euch. Mal kurz hier vorne gucken. Doch was anders. Boah, sind das Augen?
Sind das jetzt lauter Augen? Was mich jetzt gerade nochmal hier wundert, warte mal. Dieses Tor. Warum konnten wir dieses Tor aufmachen? Hatte das einen tieferen Sinn? Okay, ne? Wir können hier rüberlaufen. Hier runter. Hier lang, aber hier ist auch nichts. Kann aber auch sein, dass wir das vorher hätten schon binden müssen, wenn. Ich fokussiere. Okay. Na gut, dann gehen wir weiter. Hätte ja sein können. Weil diese Gegend hier, die bietet sich ja geradezu an, noch irgendwo was zu verstecken. Und jetzt, wo wir hier sind, ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückkommen können. Und da war auch nichts. Hier klettert es alleine hoch. Nee. Dann joggen wir mal ganz entspannt zurück. Ja, da ist ja so ein bisschen angefangen. Das habe ich vorhin komplett. Senor, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. No. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. She misses her so much. Wir haben unsere Mama zuerst verloren. Oh no. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Okay, schauen wir mal, was uns vorne jetzt erwartet am Tor. Wahrscheinlich wieder ein kleiner Fight. Ich sehe keine weitere. Aber ich glaube, ja, eine fehlt uns. Eine fehlt uns. Aber kein Plan, wo.
Ich bin ja keine Ahnung wo. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Ja, sehr gut. Darf ich? Einfach so? Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Das war unser zweiter Gott. In der nächsten Episode öffnen wir das Tor. So, kurzer Nachtrag. Eine Rune hatte uns noch gefehlt. Ich habe geguckt, wir sind jetzt hier bei diesen zwei Toren wieder. Wo ich mir überlegt hatte, warum haben wir dieses Tor hier nochmal? Ja, passt mal auf. Ich mach's so schnell wie möglich. Also, wir müssen da drinnen einmal quasi hier durch über diese zerstörte Brücke. Zerstörte Mauer. Die machen wir uns jetzt wieder ganz. Rennen so schnell wir können nach vorne. Dann einmal geschwind und elegant die Treppe hier hoch. Hier rüber. Und da können wir es auch schon sehen. Und zack. The Northmen say that Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide, and for this reason, he is called the Raven God. Senua, like Odin, you must seek wisdom through thought and memory if you are to succeed in your quest. Okay, perfect. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal.